Hallo liebe Dartblaster-Gemeinde, ich will euch heute meinen neuesten Erwerb vorstellen. Es handelt sich dabei, wie ihr unschwer erkennen könnt, um eine Mauser-Pistole, die tatsächlich als funktionierender Dartblaster verkauft wird. Verpackung sieht so aus, ich habe das Ding über Alibaba gekauft, Preis lag ungefähr bei 10 Euro. Der Link ging vor kurzem mal im Forum rum und ich dachte mir, hey, wieso orderst du das Teil nicht einfach mal und guckst, was es taugt. Was ist drin in der Packung? Es ist zum einen der Blaster selbst drin. Hat eine ordentliche Größe, ihr seht es hier an meiner Hand. Liegt auch nicht schlecht. In der Hand, ich möchte behaupten, er ist nicht unwesentlich kleiner als ein Original dieses replizierten Modells. Es ist selbstverständlich das Magazin dabei. Es ist eine Laufverlängerung dabei, da komme ich gleich dazu. Und es ist ein Tütchen dabei mit 6 Darts. Hier sind nur noch 2 von den kurzen drin, weil ich einen schon verschossen habe. Ich muss das Teil natürlich ausprobieren. Was hier sofort zu erwähnen ist, die dicken Schaumstoffdarts, die langen Darts mit den Saugnäpfen haben sehr weiche Saugnäpfe, die im Schusstest auch durch gute Saugkraft überzeugt haben. Und die kleinen Patronen sind aus Kunststoff. Das ist also kein Schaumstoff, das ist harter Kunststoff mit einer Gummikappe. Labsafe? Definitiv nein. Ja? Sie sind auch vom Durchmesser her kleiner als die Schaumstoff-Darts. Ich versuche das hier mal darzustellen. So, ihr seht also hier einen gleichmäßigen Ring, der noch vom Schaumstoff zu sehen ist. Sie sind wesentlich dünner. Ja? So, wie funktioniert das Ganze? Die kleinen Patronen werden ins Magazin geladen. Ich kann euch nicht sagen, wie viel tatsächlich ins Magazin passen. Wie gesagt, es waren nur 3 von diesen kleinen Patronen dabei. Ich habe aber gesehen, dass auf Alibaba Refill Packs angeboten werden. So, Magazin rein, spannen und ihr seht hier, der Luftauslass ist direkt hinter der Patrone und die Patrone wird von dem Luftauslass ins, ich nenne es jetzt in dem Fall tatsächlich Patronenlager geschoben. Diese Lauferweiterung wird jetzt einfach drauf gesteckt und jetzt habt ihr eigentlich den Blaster, so wie er in Originallänge ist. Ich finde ihn sehr stimmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schussleistung ist für einen Off-Brand China Blaster erstaunlich gut. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Die Darts, wenn ich sie jetzt hier vorne einschiebe, die Schaumstoff-Darts, gehen sehr streng eigentlich in den Lauf, stecken dann ungefähr so weit drin, man kann sie ganz einschrauben. Schussdistanz 5,5 Meter bis zur Tür. Mitgelieferter Saugnapfdart von vorne bis Anschlag in die Lauferweiterung geschoben. Mitgelieferter Saugnapfdart von vorne komplett in den Lauf geschraubt, ohne Lauferweiterung. Elite Dart von vorne komplett in den Originallauf geschraubt, ohne Lauferweiterung. Elite Dart von vorne in die Laufverlängerung gesteckt bis Anschlag. Gekürzter Elite Dart von vorne circa halb in den Originallauf geschoben. Sehr harter Schuss. Mitgelieferter Kunststoff Dart aus dem Magazin ohne Laufverlängerung. Mitgelieferter Kunststoffdart aus dem Magazin mit Laufverlängerung. Also mein Fazit,
Ich bin zufrieden. So im Normalzustand, wie er ausgeliefert wird, durchaus ein passabler Frontlader, wenn man ihn mit gekürzten Darts verwendet. Mal gucken, was hier noch an Dichtigkeitsverbesserungen möglich sind. Der Blaster ist aufschraubbar. Ich sehe also tatsächlich hier die Schraubenlöcher. Ich hoffe, er ist nicht verklebt. Ja, Modding-Potenzial, denke ich, ist vorhanden. Und für all euch Endzeit-Laper halte ich das Teil schon für einen coolen Ambiente-Blaster. Wie gesagt, mal sehen, was hier möglich ist. Eventuell kann man hier diesen Lauf aufbohren durch Messing ersetzen, das Dartlager, und mit etwas Tuning ist vielleicht auch das Magazin für normale Darts verwendbar. Das Ding ist, dass die Magazinfeder relativ stark ist. Ihr seht also hier schon, Moment, dass der Schaumstoff, wenn nur ein Dart drin ist, etwas gedellt wird. Ich stecke hier einfach jetzt mal noch einen zweiten Schaumstoffkörper. Moment, kurz ablängen. Ist ja egal. Altschaumstoff. Einfach noch mal einen zweiten Schaumstoffkörper rein. Und ihr seht schon, der wird total verdellt. Die Feder ist extrem stark für so einen Dartblaster, für so ein Dartblaster-Magazin. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, optisch sehr, sehr stimmig. Und auch qualitativ bin ich eigentlich der Meinung, dass das so in Ordnung geht. Hier das verstellbare Visier ist eigentlich ein cooles Feature, auch dieser Spannhahn. Also der Hammer, der mit zurückgeschoben wird beim Laden, ist schön. Der Schlitten wird tatsächlich wieder automatisch nach vorne geführt. Es ist halt alles ein bisschen lose. Man kann da noch, ja, sag mal, wenn man lackiert, ist eh noch mal ein bisschen Lackschicht drauf. Und dann geht das alles strenger. Dann denke ich, ist das ein cooles Feature. Man kann tatsächlich über diese Kimme und Korn zielen. Jo, gefällt mir.